Zeit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Diskutieren Sie den Präsidenten. Kann es sein, dass Sie hier mehrere Sachen spielen? Alter, was hat denn mit dem Flugzeug los hier? Aua. Scheiße. Ja, ich wollte eine andere Waffe haben. Die Pistole ist kacke. Die Pistole ist scheiße. Viele, ne?
nicht mal eine richtige Wumme hier. Okay, die dritte Tochter haben wir. Auch nichts mit Fluchtraum. Sind wir jetzt tot? Oder was ist los? Sind wir tot? Anscheinend nicht. Anscheinend leben wir noch. Also erstens waren wir Frost, dann waren wir Yuri und jetzt sind wir Agent Harkov. Ich bin noch wohl leicht besoffen, benebelt. Alter Schwede. Ich bin immer noch leicht benebelt hier. Granate. Ich hasse verletzt sein. Ohne Scheiß. So, also die Waffe ist schon viel besser.
nein! Scheiße! Ich hab die Granate zu spät gesehen. Nein! Ah, es lief so schön. Fällt er jetzt mal um? Arschkopf. Hey, ihn hat's aber erwischt. Da war... Bin ich jetzt... Hab ich jetzt verloren? Oder... Da war Makarov. Alter. Knallhart in den Kopf geschossen. Ja, dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Alter. Okay, also das war jetzt sehr... Okay, jetzt gehen wir zu Juri zurück. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle ab. Wir sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Alter. Die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch.
Okay. Also Yuri und Price, also das, die jagen Makarov. Brick ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein. Und leise vorgehen. Los! Ja, aber genau das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir Makarovs Ladung kaputt. Also, bis dahin wünsche ich alles Gute und viel Spaß. Ciao, ciao!